Berlin, und zwar im Tietzenweg 132. Wir sind die Studiengruppe E202 und unsere Problematik besteht heute darin, dass wir uns mit einem Bienenprojekt beschäftigen. Wir werden mehrere Videos zu dieser Problematik drehen und die erste Gruppe beschäftigt sich mit dem Aufbau eines Bienenvolkes und unsere Studierenden haben sich bereit erklärt, zu dieser Problematik immer einen kurzen Kommentar zu geben. Die Kamera geht mal auf das Bild und wer ist die Erste, die sich ergibt? Das ist die Vanessa. Bitte, Vanessa. Arbeitsbienen sind weibliche, unfruchtbare Honigbienen. Sie entstehen aus weiblichen Larven, die mit Pollen und Nektar gefüttert werden. Und die Larve der Arbeiterin wächst etwa 10 Tage, dann verpuppt sie sich und durchläuft ihre Metamorphose, also Verwandlung. Die Entwicklungszeit einer Arbeitsbiene beträgt 21 Tage. Sie wird ca. 12 bis 15 mm groß. Sie wiegt zum Schluss etwa 90 bis 140 Milligramm und ihre Lebenserwartung im Sommer beträgt 2 bis 6 Wochen und im Winter 6 bis 8 Monate. Gut, danke schön. Und die Magdalena gibt einen weiteren Kommentar. Genau, und zwar zu den Aufgaben der Arbeitsbienen. Die Arbeitsbiene beginnt unmittelbar nach ihrer Geburt mit ihrem Dienst. Sie putzt zunächst die Wabenzelle der Königin, damit diese ihre Eier dort ablegen kann. Zudem versorgt sie auch den Nachwuchs. Die Arbeitsbiene übernimmt auch die Wache an der Einflussöffnung. Sobald eine Biene in der Lage ist, Wachs zu produzieren, ist sie eine Baubiene und stellt Waben her. Die Arbeitsbienen sammeln Nektar und Pollen und produzieren den Honig. Und wer ist jetzt dran? Ah ja, die Marleen, bitte. Genau. Ich erzähle was zu den Drohnen. Und zwar sind die Drohnen die männlichen Tiere im Bienenstock. Sie haben im Gegensatz zu den Arbeiterbienen keinen Stachel und entstehen aus den unbefruchteten Eiern. Ihre Lebenszeit ist von ungefähr Ende April bis August. Diese Zeit wird auch als Schwarmzeit bezeichnet. Ja, weiter. Und dann Viola? Die Drohnen sind auf den sozialen Futteraustausch angewiesen, werden also von den Arbeiterbienen gefüttert. Und in der Paarungszeit treffen sich die Drohnen mit Bienenköniginnen aus der Umgebung an den sogenannten Drohnensammelplätzen. Um Inzucht während der Paarungszeit zu verhindern, paaren sich die Drohnen nicht mit der Königin aus dem eigenen Volk, sondern mit den Königinnen aus der Umgebung. Und wenn es dann eine Drohne schafft, sich mit einer Königin zu paaren, stirbt sie gleich danach. Ja. Alle anderen Drohnen sterben ungefähr 30 bis 40 Tage später. Und Mitte Juli gibt es dann die Drohnenschlacht, bei denen die Arbeiterbienen den überlebenden Drohnen den Zugang zum Bienenstock verweigern oder ihnen das Futter verweigern oder sie stechen die Drohnen mit ihrem Stachel tot. Ja, sehr schön. Und die Nadie nochmal, vielleicht kann die Kamera nochmal ein bisschen zoomen. Die Bienenkönigin wird auch Weiße oder Stockmutter genannt. Die Bienenkönigin ist das einzig weibliche geschlechtsreife Tier im Volk. Der Hinterleib der Biene ist deutlich länger als bei den Drohnen und bei den Arbeiterinnen. Die Funktionen der Königin sind, sie legen Eier und die steuern das Stocklegen. Ja, und last but not least haben wir den Mustafa noch, der uns ein paar Worte sagt. Bitte, Junge. Die Entwicklungszeit beträgt 16 Tage. Schlupfgewicht ca. 200 Milligramm, Körperlänge 18 bis 22 Millimeter, Geschlechtsreife etwa 7 Tage, Lebensdauer 3 bis 4 Jahre, Bienenkönigin werden Herangzucker. Ja, okay, gut, das waren
unsere Studierenden der E20-2. Erstmal bis hierher. Okay?